Hallo zusammen und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video. Und heute geht es mal um eine Dokumentation oder Reportage, wie man das auch immer nennen mag, die ich vor ein paar Tagen mal gesehen habe. Da ging es um alternative Antriebe und wie doch die Bundesregierung diese wohl verhindert, dass sie sich durchsetzen. Und genauer ging es dabei um Biomethan. Die Bundesregierung, so die Verfechter von Biomethan, hat sich auf die Elektromobilität eingeschossen und lässt keine alternativen Antriebsarten außer Elektromobilität zu. So der Konsens halt aus dieser Dokumentation, die ich dort gesehen habe. Dabei sei doch Biomethan viel umweltfreundlicher als die Elektromobilität. Wobei halt in dieser Dokumentation ein Experte des Erdgas bzw. Biomethan dem Elektroauto ebenbürtig darstellte, was die Emissionen anbelangt. Also was halt die Umweltbelastung im Betrieb des Fahrzeuges ausmacht. Da werde ich aber später noch ein bisschen drauf eingehen. Ja, für die Herstellung von Methan bräuchte man kein Erdöl, also es bräuchte kein Erdöl gefördert werden und es bräuchten keine aufwendig zu produzierenden Akkus, wie halt für die Elektromobilität produziert werden oder hergestellt werden. Hier wäre der riesige CO2-Rucksack, den halt Elektroautos haben, ein Nachteil gegenüber dem Methan angetriebenen Auto, also gerade dem Biomethan angetriebenen Auto, weil das hätte ja diesen Rucksack nicht. Ja, in dieser Dokumentation wurde beschrieben, dass das Methangas aus Abfallstroh hergestellt wird. Dort hieß es dann auch, dass das Stroh normalerweise auf dem Feld verrotten würde und so CO2 an die Umwelt, also an die Luft abgeben würde. Also ich kenne es halt, dass Stroh unter anderem halt für die Einstreu in Stallungen verwendet wird. Und ansonsten halt auch teilweise als Baumaterial oder aber, dass es ganz einfach im Boden untergepflügt wird, sodass sich halt die Pflanzen, die dort wachsen, sozusagen die Nährstoffe aus dem Stroh wieder rausholen, also das Ganze kompostiert wird. Und und da würde halt jetzt für die Methan, also für die Biomethanherstellung, würde halt das Stroh eingesammelt und mittels Vergärung in einer Fabrik zur Herstellung von Methan verwendet. Dieses Gas gelangt dann von der Fabrik mittels der örtlichen Erdgasleitung direkt zu den Tankstellen. Ja, es wurde auch ein Autofahrer vorgestellt, der einen Seat, war es, wenn ich mich nicht ganz irre, mit Erdgas betrieben fuhr. Und er würde halt nur an Tankstellen tanken, wo ihm halt garantiert wird, dass es sich bei dem Autogas oder bei dem Erdgas halt um Biomethangas handeln würde. Somit wäre seine Ökobilanz halt tausendmal besser wie die eines batterieelektrischen Fahrzeuges oder gar eines Verbrenners, also Benziners oder Diesels. Wenn hier jedoch an den Tankstellen das Gas mittels der örtlichen Erdgasleitung angeliefert wird, dann wäre seine gedachte Umweltbilanz aber nicht die, die er glaubt, dass sie sei. Also wenn ihr mich jetzt versteht, schon alleine der Anteil von rund 10% Biomethan im örtlichen Erdgasnetz, mein Gott, lässt hier aufhorchen. Das ist halt das, was die Erdgas-Lobby, nenne ich sie jetzt mal, also die Erdgasvertreter oder Lieferanten halt angeben, wie viel Biomethan denn überhaupt enthalten ist, wenn sie Bio
Erdgas oder Biomethan halt vertraglich liefern. Das sind sage und schreibe nur 10%. Das heißt also 90% des Erdgases, was derjenige dann halt an der Tankstelle in sein Auto lädt, sind ganz normales Erdgas und kein Biomethan. Und da ist halt auch so der Unterschied zwischen Bio und Öko, das ist halt schon mal etwas ganz anderes. Sprich, der Vorteil, den das Biomethan eigentlich haben soll, ist durch den Mix von fossilem Erdgas und Biomethan wieder dahin. Lediglich 10% des gezapften Gases sind tatsächlich aus Biomethan. Wohlgemerkt, die Daten habe ich von offiziellen Seiten oder öffentlichen Seiten von Methan, also Biomethan und Erdgaslieferanten. Die habe ich mir halt nicht aus den Finger gezogen. Da habe ich also wirklich mal nachrecherchiert und gelesen, wie viel liefern die denn überhaupt? Also verbrennt doch ein ökologisch denkender Autofahrer 90% fossiles Erdgas und somit ja auch CO2. Zumal ein Erdgasfahrzeug auch immer einen Teil Benzin verbrennt, das wurde dort auch klar in dieser Dokumentation. Da ging es halt darum, dass wohl die Benzinleitungen gereinigt werden müssten und deswegen würde man zwischendurch immer Benzin einspritzen. Ich weiß nicht, wie es tatsächlich so ist. Ich kenne es beispielsweise von Autogas, also LPG-Fahrzeugen, die starten teilweise tatsächlich mit normalen Benzin, bevor sie dann, wenn der Motor warm läuft oder warm gelaufen ist, beziehungsweise halt rund läuft, dann schalten sie erst auf Flüssiggas um. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Erdgasantrieben ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da so in etwa ja auch ähnlich abläuft. Wenn ich mir das Fahrzeug aus der Doku jetzt nochmal ansehe, ich habe zumindest versucht, jetzt irgendwie ein vergleichbares Fahrzeug bei Seat rauszufinden. Dann lande ich halt beim Seat Leon 1,5 TGI 130 PS und ohne jegliche Extras. Also das Fahrzeug ist noch nicht, sage ich mal, extramäßig so ausgestattet, dass man es jetzt 1:1 mit einem Elektroauto vergleichen könnte. Also da ist kein Navi drin, da ist keine Sitzheizung drin, da ist gar nichts drin. Ich glaube, eine Klimaanlage war drin und das hat sich dann auch schon. Jedenfalls hat dieses Auto einen Kaufpreis von 25.190 Euro, wohlgemerkt ohne jegliche Extras. Ja, die halt einen Vergleich mit einem batterieelektrischen Fahrzeug erlauben würden. Dieser Seat hat einen mittleren Verbrauch von 4 Kilogramm Erdgas bzw. Biomethan, sofern es denn überhaupt getankt wurde, auf 100 Kilometer und ein WLTP-CO2-Ausstoß von 157 Gramm je Kilometer. Und jetzt wird es für mich, ich muss hier ein bisschen ablesen, sorry, jetzt wird es für mich hier wiederum spannend, wenn das Erdgasfahrzeug 4 Kilogramm Erdgas bzw. Biomethan, je nachdem, was da halt drin ist, verbraucht, dann entspricht es einer Energie von 52 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist halt gibt es auch Tabellen. Ich blende das unten auch mal ein, beziehungsweise setze es unten. Ich kann es hier nicht einblenden. Ich muss es unten reinsetzen in die Videobeschreibung. Da setze ich mal die Links rein, wo ich die Daten her habe. Also ein Kilogramm Erdgas hat ein Energiegehalt von 13 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, also auf ein Kilogramm. Entschuldigung. Und da der Wagen ja 4 Kilogramm verbraucht, sind das dann eben 52 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Diese wiederum ergeben laut Hersteller wiederum WLTP-Ausstoß 157 Gramm je Kilometer. Das also mal 100 nehmen, damit wir wieder diese Relation auf 100 Kilometer haben. Das sind das 15.000 Gramm auf 100 Kilometer, beziehungsweise halt nehmen wir mal den Kilowert, dann haben wir 15 Kilo auf 100 Kilometer. Ziehen wir hier ein batterieelektrisches Fahrzeug mit einem Durchschnittsverbrauch von 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer heran, was also durchaus realistisch ist. Es gibt Fahrzeuge, die verbrauchen weniger, es gibt Fahrzeuge, die verbrauchen mehr. Und jetzt nehmen wir einfach mal 15 Kilowattstunden. Das ist ungefähr ein guter Drittelmix, wenn man mal die Fahrzeuge so durcheinander zusammenwürfelt.
Ja, für eine Kilowattstunde Strom fallen laut einer Berechnung von 2016 0,527 Kilogramm CO2 an. Diese 0,527 Kilogramm CO2 mit 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer multipliziert ergeben 7,9 Kilogramm CO2 auf 100 Kilometer. Noch einmal zum Vergleich: Das Erdgas-Methan-Auto emittiert 15 Kilogramm auf 100 Kilometer und das batterieelektrische 7,9 Kilogramm auf 100 Kilometer. Solange dieses vom Strommix geladen wird, fährt das batterieelektrische Fahrzeug mit erneuerbarer Energie durch beispielsweise eine eigene PV-Anlage zu Hause. Dann habe ich natürlich einen Wert von 0. Das Gleiche wäre allerdings, da müsste man auch mit Biomethan, sage ich mal, jetzt zu 100% fahren können, was ja momentan scheinbar in Deutschland nicht möglich ist. Dann würde sich der Wert aber auch schon wieder ändern. Und dann sollte dieser Biomethan gar mit einem LKW zur Tankstelle geliefert werden, dann würde sich ja dieser Wert auch nochmal verschlimmern, wenn es jetzt halt wirklich Biomethan wäre, weil im Netz sind, wie gesagt, nur 10% Biomethan enthalten. Also von daher denke ich mal, es wird schon reine Biomethan-Tankstellen geben, aber das werden dann halt irgendwie so von Genossenschaften oder sowas solche Tankstellen sein. Ich wüsste nicht, wie das sonst angeliefert wäre, weil ich habe schon lange keine Tankstelle mehr gesehen, wo so riesen Erdgastanks da irgendwie rumstanden. Wenn, dann waren das höchstens Tankstellen für LPG, wo solche Tanks oberirdisch rumstanden. Jetzt kriegt man aber auch nicht alles mit. Also von daher, das sind halt so die Sachen, die ich jetzt so rausgefunden habe. Und ja, hier müsste man jetzt halt auch den Vergleich dann halt mit dem Biomethan zulassen. Wo ich nur noch ein großes Fragezeichen drin habe, ist halt wirklich, wie viel dann halt CO2 tatsächlich noch verbrannt wird von dem Biomethan, weil es wird ja argumentiert, dass wenn halt das Stroh auf der Wiese sozusagen verrotten würde, dann würde es ja CO2 emittieren. So holt man halt das CO2 raus, um daraus irgendwie Methangas zu machen. Also durch diese Vergärung entsteht dann halt Methan. Und das wäre dann halt sozusagen ein Plus-Minus-Null-Geschäft sozusagen für die Umwelt. Also es wird halt damit argumentiert, es fällt ja sowieso CO2 an, ob das nur auf der Wiese verrottet oder nicht. Und da muss ich halt sagen, dann ist ja Mutter Natur ganz schön böse zu uns, weil schaut euch mal auf den Wiesen um oder in den Wäldern, wie viel ja, Grünzeug, sage ich jetzt mal, in Form von Laub oder von Ästen dort verrottet und wo dann halt auch CO2 freigesetzt wird. Also wäre das jetzt ein Argument dafür, alle Bäume abzuholzen, beziehungsweise das ganze Laub zu verbrennen oder zu vergären, um daraus halt Methan zu machen? Also als Vergleich wurde jetzt auch noch herangezogen, der ÖPNV in Augsburg. Hier würden rund 100 Busse mit Biomethan fahren. Diese würden weniger Stoffe in die Umwelt emittieren wie Dieselbusse und warum nicht andere Städte auch auf Biomethan umsteigen würden. Letztere Frage beantworte ich als erstes. Nicht alle Städte kommen mit 100 Bussen aus und sind so klein wie Augsburg in Anführungsstrichelchen. Berlin ist zum Beispiel sechsmal so groß wie Augsburg und hat rund 12-mal so viele Bewohner oder Einwohner. Dazu dann halt noch die Gäste. Also ich glaube, Berlin hat auch mehr Tagesgäste oder überhaupt Gäste als Augsburg. Insofern ist halt das Aufkommen schon ganz anders, was den ÖPNV anbelangt. Zugleich wurde dargestellt, dass ein batterieelektrischer Bus rund doppelt so viel kosten würde wie ein Methanbus und diese Kosten müssten erstmal aufgebracht werden. Ja, hier muss man den Preis von zwei Seiten betrachten. Zum einen mag der Preis wirklich doppelt so hoch sein wie für einen Methanbus, jedoch ist ein Methanbus schon teurer wie ein Diesel. Und jetzt kommt hier nämlich der Vorteil des batterieelektrischen Busses. Die Bundesregierung fördert nämlich die Anschaffung von batterieelektrischen Bussen, also rein elektrischen Bussen,
mit der Kaufpreisdifferenzsumme, die der elektrische Bus mehr kostet als ein herkömmlicher Dieselbus. Also von daher ist der Biomethanbus gar nicht doppelt so teuer, sondern sogar noch günstiger, weil er kostet ja nur so viel dann letzten Endes wie ein Dieselbus und nicht wie ein Biomethanbus. Also der ist ja wohl noch von der Anschaffung her etwas teurer. Das nächste Argument war die Reichweite, von wegen, die kommen ja nur die Hälfte so weit, deswegen müsste man doppelt so viele Busse zulegen. Und ich weiß nicht, also fahren in Augsburg die Busse wirklich 400 Kilometer, dass sie mit einer Tankfüllung eines Biomethan-Busses den ganzen Tag hin und her fahren und dann erst abends oder wie auch immer bei Schichtwechsel halt oder Schichtende wieder nachtanken. Also es gibt schon dann noch die Argumente dazu, von wegen die batterieelektrischen Fahrzeuge müssten ja eine Dieselzusatzheizung haben, damit sie überhaupt die Reichweite schaffen. Und da muss ich widersprechen, weil das mag vielleicht mal gewesen sein vor 5, 6, 7, 8 Jahren, wie auch immer. Da waren die ersten Busse tatsächlich so ausgestattet, dass sie noch eine Dieselheizung haben. Mittlerweile, wir kennen das aus Skandinavien, gerade Schweden, Norwegen, da fahren elektrische Busse den ganzen Winter durch und die haben minus 20, minus 30, teilweise minus 40 Grad und fahren auch ohne Dieselheizung. Die haben es allerdings logischer aufgebaut, wie jetzt beispielsweise hier in Berlin es mal gemacht wurde oder schon wieder gemacht wird. Die haben auch an den Endpunkten, also an den Wendepunkten, wo die Linien wieder zurückfahren, haben sie Ladestationen aufgebaut. Das heißt, die Busse, die können immer zwischendurch wieder aufladen. Das ist hier in Berlin beispielsweise, wird die Ladeinfrastruktur einfach nur auf den Betriebshöfen gebaut und dann kommen die Busse sozusagen 200 Kilometer weit und müssen wieder zurückfahren zum Busdepot, um dann halt aufzuladen. Dieses Aufladen von elektrischen Fahrzeugen dauert nun mal momentan mit der heutigen Technik, die wir haben, länger wie jetzt einen Biomethanbus aufzuladen. Das ist schon richtig. Nur, wie halt gesagt, es ist nicht alles Biomethan, was aus dem Gashahn rauskommt. Da ist halt immer noch Erdgas mit drin. Zumindest nach dem heutigen Stand. Und da muss man sich überlegen, erneuerbare Energie, der Anteil liegt momentan bei 50% rundgerechnet in Deutschland. Er kann sogar schon ein bisschen drüber sein. Also ich habe die aktuellen Werte von 2019 jetzt nicht. 2018 waren es irgendwie 48%. Also ich sag mal so ungefähr 50% müsste jetzt also der Anteil erneuerbarer Energie im Strommix liegen. Hingegen liegt aber Biomethan nur bei 10%. Also das nur mal so, um so ein paar Zahlen mal im Kopf zu haben. Ja, es mag ja wirklich sein, dass sich da halt die Busse mit Biomethan oder mit Erdgasantrieb im Vorteil sehen, wenn sie halt ja mit einer kürzeren Aufladezeit oder Nachtankzeit halt wieder auf den Weg machen können. Trotzdem muss auch diese Infrastruktur erstmal geschaffen werden und ja, das andere Argument war dann halt, wenn jetzt alle Elektrobusse auf einmal laden, dann bricht das Stromnetz zusammen. Man bräuchte ein extra Kern oder ein extra Kraftwerk, um halt den Strom für die Elektrobusse zu produzieren. Ja, braucht man da jetzt wirklich ein extra Kraftwerk? Ist dahingestellt, in Augsburg mag das vielleicht sein, dass da die Leitungen vielleicht ein bisschen schwach belegt sind. Da wir hier in Berlin aber auch eine U-Bahn haben und eine S-Bahn haben, denke ich mal, sieht es hier mit der Stromversorgung etwas anders aus, weil sonst würde ja jedes Mal, wenn die U-Bahn-Züge alle zusammen anfahren würden, würde ja hier das Stromnetz zusammenbrechen. Und da gibt es halt auch ein Lastenmanagement, was halt dementsprechend reagiert. Und wenn man hier in Deutschland nicht immer die erneuerbare Energie abschalten würde, weil ja die Kraftwerke mit Kohle und mit Atomstrom immer durchlaufen müssen, dann hätten wir auch nicht dieses Problem. Da sollte man vielleicht mal überlegen, ob man nicht irgendwie Stromspeicher schafft, womit man dann diese Busse in Busdepots wieder aufladen könnte. Dann hätte man das Problem nicht. Dann habe ich noch einen Punkt. Es wird ja immer nur auf die Energieform darauf hingewiesen oder angesprochen. Das heißt halt, ihr verbraucht nur Erdgas, Biomethan, wie auch immer, was es ist, oder Strom oder Benzin, Diesel.
Ihr denkt aber nicht links und rechts daneben. Und wenn ich jetzt einen Verbrennermotor sehe, das sind hunderte von Teilen, die da drin sind, die in Bewegung sind. Das heißt, die müssen geschmiert werden. Dafür brauche ich weiterhin Erdöl zum Schmieren. Und in diesen Schmierstoffen ist dann teilweise auch schon wieder Kobalt drin. Das heißt, das verbratet ihr dann auch wieder. Was ja immer als nachteilig angesehen wird beim Lithium-Ionen-Akku, dass man da ja Kobalt für braucht. Ja, in Katalysatoren ist auch Kobalt drin und ich bin der Meinung, ich bin mir nicht ganz sicher, da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich da jetzt falsch liege oder nicht, aber ich bin der Meinung, dass selbst ein Erdgasbus Katalysatoren drin haben muss, um dann halt wirklich die Luft zu reinigen. Und ein anderes Argument, was ich halt bei Biomethanbussen als nachteilig sehe, ist halt immer noch, es ist ein Verbrennermotor. Das heißt, der macht immer noch Krach und der emittiert immer noch irgendetwas in die Luft, was dementsprechend auch Geruchsbelästigungen sind. Also jeder, der schon mal mit einem Fahrrad auf der Straße gefahren ist und da ist ein Dieselbus losgefahren oder an ihnen dran vorbei, der hat erstmal zugesehen, dass er ganz schnell frische Luft kriegt, weil das, was da hinten rauskommt, möchte man nicht permanent einatmen. Und das Gleiche sehe ich da halt auch, dass halt die Fahrzeuge immer noch sehr viel Krach machen und auch dementsprechend die Luft nicht gerade sauberer machen. Ja, in dieser Dokumentation ging es halt darum, dass die Bundesregierung keine Förderung für Erdgas- bzw. Biomethanfahrzeuge vergibt. Und das wäre eine Schande für die deutsche Automobilindustrie und würde einen großen Schaden zufügen. Da muss ich innerlich ein bisschen lachen, weil die Automobilindustrie bzw. die Automobillobby hat in den letzten Jahrzehnten, ich blicke jetzt mal bis so 80er Jahre zurück, wo ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen. Da hat die Automobilindustrie, also die Automobillobby hier in Deutschland, immer vehement dagegen gekämpft, dass irgendwelche innovativen, technischen neuen Lösungen auf den Markt kamen. Und da gab es halt irgendwie aus der Schweiz, glaube ich, kam da mal ein Erfinder mit einem Hemi-Motor und total super Ersparnis, hat weniger Abgase gebracht, weniger Verbrauch gehabt. Ja, die Patente wurden dann halt stillgelegt, solange bis sie dann halt verfallen sind und der Patentinhaber da keinen Zugriff mehr drauf hatte. Und die Automobillobby hat ganz einfach diese Patente, diese Erfindung halt vernichtet. Da soll halt jetzt die Bundesregierung mit mal dran schuld sein. Nein, es ist die Automobillobby selbst, würde ich mal so sagen, meinen Erfahrungen nach zu folgen. Und sie könnten das ja machen, sie könnten es ja forcieren und dann halt den Bürgern klar machen, dass es günstiger ist, sich ein Biomethan-Auto zu kaufen, als ein batterieelektrisches Auto oder ein Auto umzurüsten, wie auch immer. Das ist halt so der Punkt. So, und wie rein halt das Methan wirklich ist, das ist, wie gesagt, das ist das, was ich gelesen habe. Ich werde das unten in der Videobeschreibung mit reinhängen. Da habe ich hier die ganzen Quellen hier unten, die setze ich euch damit rein. Und dann könnt ihr euch das selbst mal durchlesen, was denn die Erdgas- und Methanlobby denn überhaupt alles schreibt. Ich für meinen Teil finde halt die Überlegung eines alternativen Kraftstoffes ja nicht verkehrt. Doch sollte man hier das Feuer nicht mit Öl löschen, weil ich habe immer noch Krach, ich habe immer noch Dreck in der Luft. Auch wenn es nur Geruchsbelästigungen sind, die vielleicht nicht so schlimm sind wie Dieselabgase, es ist immer noch was, was da kommt. Hier würden sich die Probleme halt nur verlagern und werden nicht beseitigt. Die Emission bleibt bestehen und das nicht nur bei CO2, sondern auch beim Lärm. Und das ist ganz wichtig, weil auch Erdgasbusse machen richtig viel Lärm. Und ich habe das letztes Jahr mitbekommen, wo hier die Busfahrer gestreikt haben. Da bin ich mal vorgelaufen in die Stadt. Das war richtig ruhig, weil dieses Dröhnen und dieser Krach, den die Busmotoren machen, das muss man ganz einfach mal so sagen. Die waren halt nicht da und es war richtig entspannt, weil die Autos, die sind viel leiser. Ja, ich wünsche mir jedenfalls für die Zukunft eine lärm- und abgasfrei oder einen lärm- und abgasfreien ÖPNV und auch die privaten Autos und Firmenwagen, LKWs, wie auch immer, dass das halt möglichst abgasfrei vonstatten geht oder fährt und dass wir da weniger Emissionen haben und dass das Ganze ruhiger wird. Ja, das soll es dann auch schon gewesen sein für heute.
Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wenn ihr dieses Video seht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.